Willkommen zum 20. MKW Cup Anmeldevideo. Jawohl, das ist das Ding. Und was gibt es da zu sagen? Jetzt ganz wichtig: erstmal, es ist ein Jubiläum oder auch nicht. Man kann es ein bisschen feiern, muss es aber nicht feiern. Wir tun es einfach nicht so viel feiern. Wir tun es einfach so ansehen, als wenn es ein normaler MKW Cup ist. Der 20. Okay, und der findet diese Woche Freitag am 13. August, September. Wir haben September. Am 13. September statt. Wahnsinn. Aber Freitag der 13., das ist scheiße eigentlich. Wer hat sich das ausgedacht? Okay, egal. Lass mal einfach Freitag den 13. Da gewinnen vielleicht nochmal die Leute, die sonst nicht gewinnen. Die vielleicht ein bisschen weiter unten in der Rangliste stehen bei mir. Und ich werde mal gespannt sein. Für die Leute, die übrigens, ich kriege Abonnenten, eine Abonnentenflut direkt, kann man sagen. Ich freue mich direkt. Und bedanke mich auch nochmal herzlich an die Leute, die hier Interesse zeigen, die mich auch teilweise unterstützen. Ich bedanke mich auch bei den Leuten, die mich nicht unterstützen. Ich bedanke mich bei allen Leuten. Und ja gut, für diejenigen von euch, die noch nicht wissen, wie alles abläuft hier im KW Cup. Kleine Erklärung immer von mir, es werden 10 bis 11 Leute von mir geordert. Also die werden reingeflogen. Eingeflogen, nicht von mir direkt, aber die werden eingetragen in MKW Cup und die sind auch mit dabei am Freitag, sobald sich das. Ich muss mir erstmal die Karte so aufmachen. Tut mir leid, die Stimme, die verkackt immer so ein bisschen in letzter Zeit. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Aber ich kann nebenbei weiterreden. Die ersten 10 bis 11 kommen weiter und die Leute, die sich danach drunter schreiben, also der 12., 13., 14. und 15. und auch der 20. Sie haben auch noch eine Chance dabei zu sein, allerdings muss dann jemand absagen. Dann hole ich mir noch jemanden rein aus der hinteren Ecke. Die Leute, die vielleicht nicht konnten, die ein bisschen spät sich angemeldet hatten, die haben halt wie gesagt auch noch die Chance. Und ja, Regeln im ersten Cup fallen 5 Stück raus, also wenn 10 Leute fahren, die ersten 5 kommen weiter. Im zweiten Cup. Also im zweiten Grand Prix kommen, also wir fahren 3 Grand Prix. Halbfinale, ich muss überlegen, Viertelfinale, Halbfinale und Finale. Im Viertelfinale, im ersten Grand Prix, fallen 5 Leute, beziehungsweise es kommen 5 Leute weiter. Im zweiten Grand Prix kommen 3 Leute weiter und im Finale stehen dann 3 Leute, die dann gegeneinander kämpfen, fahren, ja, sich battlen. Mario Kart ist ein tolles Spiel, kann ich nur jedem empfehlen. Und bei mir gibt es Preise wieder diese Woche. 20. MKW Cup. Wir kommen halt direkt dazu. Ich habe einmal, krasse Sache, Pokémon Ranger Finsternis über Almia. Krank. Geil. Ist ein cooles Spiel, habe ich mir sagen lassen. Lohnt sich auf jeden Fall durchzuspielen. Und als nächstes steht zur Auswahl Pokémon Pearl Edition. Geile Sache. Soll auch ganz gut sein. Und da haben wir unter anderem hier vorne die beiden Super Mario und Luigi Figuren. Hätte ich auch gern. Man kann aber nicht alles haben. Deswegen bekommt ihr die, beziehungsweise derjenige, der gewinnt im MKW Cup. Denn der, jetzt aufgepasst, darf sich aussuchen. 2 Sachen davon. Entweder die beiden Figuren oder die beiden DS-Spiele oder eine Figur mit einem DS-Spiel. So einfach ist das, zum Beispiel Mario mit Pokémon Ranger auf Finsternis über Almia. Also, wie gesagt, wer Bock drauf hat, schreibt sich unter das Video, der ist dann am Freitag vielleicht mit dabei. Und zu guter Letzt nochmal in eigener Sache, ich hatte am vergangenen Mittwoch ein Video von mir selbst aufgezeichnet zur Gamescom vor 2 Wochen. Habe ich selber gefilmt. Da gibt es ein Video zum sensationellen Super Mario Synchronsprecher. The Voice of Super Mario. Super Mario Sunshine. Ihr wisst Bescheid. Ich kann es gerade nicht nachmachen, meine Stimme verkorkt ein bisschen. Deswegen, der Mann kann das richtig gut.
Der ist auch offizieller, wie gesagt, Sprecher von Super Mario. Er fährt direkt nach Japan zu Miyamoto und nimmt Mario Stimme auf. Auch Luigis Stimme spricht er, auch war Luigis Stimme auch, Mario Stimme spricht er auch und noch viele andere. Da könnt ihr unbedingt mal reinschauen. Mich würde interessieren, was ihr von diesen Menschen haltet. Und ja, schreibt das unter das Video. Ich verlinke nochmal das Video unter dem Video hier. Da könnt ihr mal gerne drauf gucken und euch eure Meinung mal da lassen. Ob das eine coole Sau ist oder ob man sich einfach nur lächerlich macht, schreibt es drunter. Das würde mich echt brandheiß interessieren. Wer sich so ein bisschen in Zukunft, das ist ein Anmeldevideo, ich möchte nicht zu viel erzählen jetzt, aber noch kurz. In Zukunft gibt es einige Formate von mir, die sind in Planung. Da könnt ihr euch freuen. Ich freue mich auf euch und ich freue mich auch vor allen Dingen am Freitag auf euch. Also esst Müsli, werdet gesund, bis bald, auf Wiedersehen, ciao.